Im nächsten Kapitel geht es um Luftreinigungsmittel. Man merkt, das Buch ist eben 150 Jahre alt, wie es damals noch stark duftet hat. Gestunken, mit anderen Worten. Die Kloaken, Abtritte, Jauchegruben, Nachtgeschirre, steht der Harngeruch, Bettnässen der Kinder. Und man hatte ja bis 10 Kinder zu dieser Zeit. Er hatte immer ein Bettnäss. Verbreiten faulende, ekelhafte Gerüche und führen in der Wohnung zu einer unreinen, mit Ansteckungsstoffen und verschiedenen ungesunden Teilen erfüllte Luft. Um sie zu reinigen, wählt man Chlorkalk und die gleiche Quantität Alau, das ist offenbar ein flüssiger Kristall, das kenne ich nicht, rührt beides in ihren Gefäßen zusammen und lässt es einige Zeit in den Räumlichkeiten, wo ungesunde Luft ist, ausdampfen. So wird die verdorbene Luft bald wieder gereinigt sein. Dann etwas über das Parfum. Und das Parfum ist aus einem Buch, das 50 Jahre später erschienen ist. Von der Ärztin Dr. Med Anna Fischer, das ist ganz schwer, Dünkelmann aus Dresden. Ich habe inzwischen gehört, dass das Buch in ganz vielen Schweizer Familien war. Ich habe gemeint, ich habe jetzt das alleine bei meiner Schwiegermutter gefunden im Bücherschrank. Aber ganz viele Leute scheinen nachdem ihr Wissen bezogen haben. Also es ist eigentlich recht eine moderne Frau. Man merkt, das ist jetzt das Zeitalter, wo man will alles Beengende loswerden, nichts mehr soll drucken, Luft soll reinkommen, eben die Luftbäder, was sie dann draussen ja gesehen haben, im Wind sich aussetzen, die Verantwortung übernehmen über die eigene Gesundheit. Also es ist eine moderne, aber sie schreibt über das Parfüm. Ja, oder eigentlich ist es folgerichtig, wenn man es so überlegt, ihr gehört. Wohlgerüche sind etwas Schönes, die Sinne Umschmeichelndes. Sie gehören zu schönen Menschen in schöner Umgebung. In der freien Natur, die vom Menschen noch nicht verunreinigt wurde, sind sie reichlich vorhanden. Was wir in den Städten aber Parfum nennen, das ist ein künstliches, flüchtiges Ding, das die Nerven angreift, wenn es nicht sehr maßvoll geübt wird und häufig nur die Aufgabe hat, gesunde Nasen zu betrügen, indem es Gestank aller Art verdecken soll. Wer viel lüftet, duftende Blumen zieht, viel badet und durchlässige Kleidung trägt, verfügt über natürliche Wohlgerüche und wird auf künstliches Parfum verzichten. Fehlt es aber an Blumen und grünen Gewächsen, dann sei Fichtennadelparfüm für die Wohnräume, gelegentlich etwas Veilchenduft oder Rosenduft ins Taschentuch schon gestattet. Niemals aber diene Parfüm zum Verdecken scharfer Gerüchte. Und ernstlich sei vor Moschus und Patchouli gewarnt, die von reizsüchtigen oder hysterischen Frauen oft sehr geliebt werden, während diese von richtiger Lüftung keine Ahnung haben. Zuerst umfassende Reinigkeit, beständige Luftneuerung, dann erst Parfums. Ja, von dieser Geschichte vom Bader, andere kann man auch hören, wenn man will, wollte ich mich verabschieden mit ein bisschen Rosenduft auf so ein Tüchli, wo gestern Tanita Ilniger mit der Frau, die da draussen die Salbe macht, zusammen noch genäht hat für euch. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel und würde darum gerne pro Familie Nummer 1 geben, wenn ihr einverstanden seid, dass ihr uns auch noch anhebt bis am Abend. Du wünschst jetzt ein bisschen Rosen, gell? Ja, gerne. Wo haben wir all die Kulturen? Das sind von der Ortsgeschichte gesammelt, von der Ortsgeschichte von Greifensee. Wir haben da so eine Arbeitsgruppe und die hat auch ein Archiv, das Archiv an Gegenständen und Frauen. Ist das zwischen den Kanal? Ist es echt? Das ist echt so. Ja. Ist es echt? Du sagst, ist es echt? Ja.
Ja, das wäre gut, aber hoffentlich fördert es nicht. Probieren Sie es einmal. Noch mehr kann man es fast nicht haben.